Ich bin's, euer Uwe Wallisch. So, wir haben Herbst und ich will euch heute mal zeigen, wie man bei den Immen die letzten Vorbereitungen für den Winter trifft. An warmen Tagen wie heute kann man ruhig nochmal Futter geben und deswegen habe ich hier ein Glas mit Zuckerlösung vorbereitet. Herr Wallisch, entschuldigen Sie, dass ich einfach so auf Ihr Grundstück gehe. Ich wollte Sie mal was fragen. Oh Gott, ich habe befürchtet, dass der Tag kommen wird, dass das passiert. Michael Specht aus dem Unterdorf, mir gegenüber bisher unauffällig, aber ich glaube, das ändert sich gerade. Herr Wallisch, Sie sind doch ein Experte. Sagt wer? Nö, die Leute im Dorf, Nachbarn, alles. Und in den Computer auch die Leute, die wo sie immer sind dort. Ach, Freunde, der meint euch, meine treuen Follower auf Instagram, Facebook und YouTube und Co. Ach, Sie meinen meine treuen Follower auf Instagram, Facebook und YouTube und so. Genau alles, was da im Internet so rumtreibt, da sich so, passen Sie auf, mit dem Internet. Das wollte ich mal fragen. Sie haben ja da Ahnung. Ich hab das jetzt auch. Was? Ahnung? Nee, Internet. Hier. Smartphone. Seit gestern. Vom Nachbarn hier. Der hat ein neues gekriegt. Schön. Und Ihre Frage jetzt, Herr Specht? Ja, und zwar, ich habe das angemacht so. Und dann ging das plötzlich los. Bling, 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 bling. Die ganze Zeit. Bling, 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 bling. Herr Specht, das kann man aber auch stumm schalten. Nee, das will ich ja gar nicht. Im Gegenteil, ich freue mich ja, dass ich endlich mal informiert werde. Ich habe da Sachen erfahren, das wusste ich ja alles bis gestern noch gar nicht. Ich wusste Nachrichten, da habe ich die nächste Hände über den Kopf zusammen. Wisst ihr was? Und zwar, was mich total umgehauen hat, die Sache mit der Echse. Was denn für eine Echse? Das wissen Sie wohl gar nicht. Nee. Ich dachte, weil die sich da auskennen mit den ganzen Viehzeug hier, so alles so. Passen Sie auf. Die Merkel. Unsere Chefin. Ja. Das ist eine Echse. Eine riesen Echse. Ach, also, sie steht im Internet. Herr Specht, die dürfen aber auch nicht alles glauben, was man ihnen da sendet. Passen Sie auf, ich zeig's Ihnen. Ja. Bitte nicht. Hier steht, zeigen Sie, warten Sie, passen Sie auf. Bitte nicht. So. Und zwar, das ist völlig verrückt. Die Echsenmenschen, die sollen ja im Erdinnern wohnen, praktisch. Also unter uns. Wie denn unter uns? Also, ne, unter uns. Also die schreiben hier, sowohl als auch. Oh Leute, wenn er jetzt das Video ausschaltet, dann hört es vielleicht von alleine wieder auf. Unter uns, also quasi hier unten drunter, praktisch. Aber nicht nur unter uns, also auch im Sinne von, also auch unter uns im Sinne von neben, zwischen uns, bei uns. Jetzt nicht bei uns im Dorf hier, da nicht. Aber zum Beispiel Amerika hier. Trump zum Beispiel, Echse. England hier im Königshaus alles, auch. Und sogar unser deutscher Papst Benedikt. Herr Specht, ich würde jetzt einfach gern meine Bienen weiter füttern, ne? Füttern, wo Sie das gerade sagen. Warten Sie mal. Wissen Sie, von was die sich ernähren? Menschenfleisch, Menschenblut. Steht alles so, die saugen uns aus. Oh, nee. Herr Specht, mir wird schlecht. Wirklich. Oh, Herr Wallisch. Also das wollte ich jetzt nicht. Das tut mir leid. Ich dachte nur, dass Sie das aushalten, weil Sie ja auch viel im Internet sind und alles und so. Herr Specht, wollen Sie vielleicht einfach nur ein Glas Honig? Nee, ich darf doch nicht wegen meiner Diabetes, Mensch. Aber sagen Sie mal, das beschäftigt mich wirklich. Die Merkel, die hat doch das immer so gezittert. Ich weiß nicht, was halten Sie da? Sagen Sie mal, was halten Sie als Naturfreund, als Experte mit Tieren, mit allem? Was halten Sie von der Echsengeschichte alles? Also passen Sie auf, Herr Specht. Meiner Meinung nach, ja, ist es so, Reptilien sind Wechselwaren. Das bedeutet, wenn es kälter wird in der Umgebung, da werden die inaktiv, die werden ruhig. So. Und wir Menschen, wir sind Warmblüter, verstehen Sie, wir halten konstant 36,6 Grad. Übrigens auch die Bienen im Bienenstock, die machen das genauso. Ich würde fast sagen, Herr Specht, die Kreuzung zwischen Biene und Mensch wäre biologisch eher machbar, als so einen Echsenmensch herzustellen. Oh. Das ist Fachwissen. Da bin ich baff, das ist. Aber sagen Sie mal, weil Sie das mit der Temperatur jetzt nochmal gesagt haben. Das mit dem Zittern von der Merkel. Ach, sagen Sie mal, die kann das nicht sein, dass die sich vielleicht in eine Echse zurückverwandeln wollte oder es passiert ist praktisch und dann hat die gegengesteuert natürlich, hat gezittert, um sich wieder auf Menschentemperatur zu bringen, dass die das keiner sieht, dass das eine Echse ist. Herr Specht, das ist doch unlogisch. Die Zitterattacken waren doch im Sommer, da war es doch warm. Wenn das stimmt. Wenn was stimmt?
dass die Merkel eine Echse ist. Ja, weil ich, das macht mich fertig. Das kann man das mit dem Internet nicht irgendwie wieder alles abbestellen, Mensch. Das sollte er unbedingt machen. Das sollten Sie keinesfalls machen. Folgen Sie mir doch einfach auf Instagram. Ja? Oder abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Oder liken Sie mich auf Facebook. Und wenn dann doch irgendwo mal wieder was über eine Echse auftaucht, dann kommen Sie bitte keinesfalls zu mir. Dann kommen Sie einfach wieder zu mir. Herr Wallisch, ja, das mache ich. Schön. Sie sind wirklich ein Guter. Ja, klar. Ich muss jetzt los. Ich danke Ihnen. Ich habe einen Kornickel im Röhre, Mensch, nicht, dass der anbrennt. Ja, bis. Hast recht. Tschüss. Wiedersehen. Ja, wiedersehen.